were brothers. Prototype commandos in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Together. Diesmal ist es 4-3. Diesmal nicht mit Patrick, sondern mit meinem Lieblingsabonnenten, muss ich sagen. Wir haben uns dazu entschlossen, doch mal ein Let's Play Together zu machen. Und er hat sich 4-3 besorgt, damit er das mit mir zocken kann. Und jetzt sage ich einfach mal: Hallo, Hunter Control 1032. Ja, hallo. Wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, ja, was könnten wir denn mal machen? Ich bin ja sehr für Let's Play Together, weil alleine playen ist manchmal scheiße, manchmal geil. Und ja, hier sind wir. So, er kennt das Spiel noch gar nicht, ich habe das ja schon durch Let's Played. Ja, Zeitlupe. Ich habe es ja schon einmal Let's Played, muss man ja so sagen. Alleine. Ich werde auf 4-2 nochmal Let's Playen jetzt durch jeden anders. Und ja. Mal sehen, was draus wird. Lern erstmal die Steuerung. Ui, da ist ja noch jemand. Ach, der ist nicht schlimm. Den übernehme ich. Ach ne, so nicht. So. Se. Du darfst einen anderen Weg gehen. Du kommst ja nicht durch. Ah, hier. Se. Frechheit. Ah, das ist normal. Ich stehe gerade hinter einem und ich kann nichts machen und der redet die ganze Zeit irgendwas. Ah, da du ist Nahkampf. Musst, ja genau, du musst einen Nahkampf machen. Ups. Jetzt hat er das in die Luft aufgelöst. Die geschnittene Version also. Jep, das ist bei Steam normal.
Jo. So, jetzt muss ich auf dich warten. Ohne dich komme ich nicht weiter. Da hinter der Kiste steht einer, also Vorsicht. Ja, Zeitlupe bringt dich nichts. Hinter der Kiste. Ja, hier hinter den Kisten, da steht einer. Ich kann ihn aber nicht angreifen. Genau der. Ah. Ich würde dir so gerne helfen, aber ich kann nicht. Hier liegt eine Matratze oder sowas vor. Ich kann da nicht durch und nichts. Ja, der ist tot. Kannst du der irgendwie über die Kisten drüber? Springen mit Leertaste. Na, okay. Ja, aber irgendwie komme ich nicht drüber. Ich würde es gerne final sehen. Ach so, ich muss zuerst Q drücken. Q? Ich muss mich zuerst in Decken begeben und dann drüber springen. Nee, das geht eigentlich einfacher. Guck, da war einer. Ah, und... Na, da bin ich nie drüber gekommen, ansonsten. Gute Nacht. Ah, was haben wir denn hier für Waffen mit? Oh, ja, Pistole. Pistole sind gut. Aha, leckt. Hallo Freunde. Mann, wie schön schlecht ich noch ziele. Was kommt mit der Zeit? Hier kannst du auch drüber springen. Schon so lange keinen Shooter mehr gespielt. Oh du, ich habe länger keinen Shooter mehr gespielt, glaub mir. So, C um zu drücken. Um zu drücken. So. So, es gibt immer einen Weg, wo ich mich vertue und ich hoffe, ich tue es heute nicht. Ich folge dir einfach mal, ob verderben oder nicht. Zack. Theoretisch müsstest du jetzt eigentlich einen Erfolg gekriegt haben. Aber nur eine Theorie. Nee. Nicht? Fuck. Na gut, dann habe ich einen Fehler gemacht, keine Ahnung. Zumindest bei mir noch Zeitlupe aktivieren als Test. Als Tipp. Na, der Vorteil in meinem Char ist einfach nur, selbst wenn ich mit dem Körper, den ich übernommen habe, sterbe ich nicht. Das heißt, ich kann voll auf Nahkampf gehen quasi. Ich kann mich da voll reinstürzen. Das ist voll genial. Der Vorteil dazu ist, ich habe ein doppelt so hohes Leben wie du. Weil ich das Spiel ja schon durch habe, mehrmals. Und den höchsten Rang erreicht habe. Du steigst ja in dem Spiel mittlerweile auch Ränge auf, sag ich jetzt einfach mal. Zack, umgedreht. Hm. Ah, guck mal, einmal. So, hier, sammel mal hier die Seele ein, aber mach das nur für dich selber. Also nicht teilen. Halt bei dem Seelenbank gedrückt, dann nur für dich selber. Du kriegst dann nämlich die ganzen Punkte. Ich brauche die Punkte nicht mehr, weil damit steigst du dann halt deine Levels auf. Verstehst du? Alles klar. Stehle. Also. Bitte? Also stehlen. Ja, richtig. Weil es gibt Teilen und Stehlen dann. Ja, Teilen dann kriege ich auch Punkte, aber ich will keine Punkte haben. Erstens mal für das gewisse Ende. Und zweitens dann auch für, dass du Levels aufsteigst schnell. Mhm. Ah, oh, jetzt bin ich aus meinem Seelenleben raus. Ja. Da links sind welche. Ah, mach ich. Zack. Zack. Die erledigen sich jetzt ganz schnell nacheinander. Und du. Ups. Du. So. Du. So. Oben. Doch, ich hier. Ist tot. Genau. Ich übernehme mich jetzt langsam, weil ich habe einfach wenig Leben. Oh, Shotguns. Shotguns sind immer cool. Ich habe nur das Gefühl, das Spiel ist recht laut. Bitte? Bei mir geht's, glaube ich. Ich habe es ganz gut abgeschalten, denke ich mal, den Ton. Ja. Also, leider geschalten. Kann auch sein, dass ich einfach nur bei mir das den Ton ein bisschen zu laut im Headset habe. Ich weiß es nicht. So, und... Kann sein. Machen wir Zeitlupe an. Aber die gilt nämlich auch für mich mit. Das ist nämlich der Vorteil, ja. Jo. Die ist nur recht kurz bei dir.
Ja. In dem Rauch sieht man ja gar nichts. Ich glaube, das ist doch nicht die ab 18 freigegebene Version. Ich habe da nämlich gerade ganz deutlich Sun of the Ahem. Ich wohl nicht. Ja, ich habe gerade auch bei mir ganz deutlich dieses Sun of the Ahem gehört. Naja, die Leute, die zurückspulen können, können sich das nochmal anhören und nachhören, ob es ab 18 ist oder nicht. Bam, bam. Ah, ich liebe dieses Spiel einfach noch. Ah, ups, ja, da geht's nicht durch. Huch. Hey, wo bist denn du hin? Gestorben. Okay. Du bist halt quasi der Spieler. Nee. Du bist quasi der Spieler, der vorgibt, wo wie weit man gehen darf, quasi. Und ach so, okay. Wenn du zu weit weg bist, dann werde ich ja nicht zu dir hingeportet. Okay. Da drüben habe ich vorhin noch gerade eine Tür aufgeschossen, irgendein Schloss. Mhm. Wow. Fast tot. Warte, ich entdecke. Oh, der quetscht hier gerade alle. Ah, ist schon alles tot. Cool. Ja, weiter. Ach, diese Lache, diese Lache. Das machen wir auf. Den Körper verlassen wir jetzt mal. Dann machen wir das hier auf. Du musst ausmachen gehen, ich gehe hier durch. Okay. Das ist der Vorteil, den ich habe, ich kann durch Gitter gehen. Quasi. Einer von den Vorteilen halt. Ah, yep. Verreckter. Oh, warte auf anderen Spieler, ich darf nicht zu weit weggehen. Fuck. Warte mal, gehen wir hier runter. Wir haben nämlich noch so ein Seelenband. Und dann, wenn du noch ganz hier runter gehst, hast du hier noch ein Seelenband und Almas Puppe, die gibt 5000 Punkte da hinten in der Ecke. Da musst du durchkriechen mit C. Hm. Mit C kriechen. Also oh. C Crouch. Die Decke nicht gesehen. Scheiß Ding gibt 5000 Punkte. Geh guten Level ab. Mami. Ja, Mami. So, jetzt gehen wir hier lang. Hier wird's dunkel. Cool. Für mich wird's dunkel. Auch cool. Hier muss ein Körper. Für mich auch. Ja, das Spiel ist nicht wirklich mehr zum Fürchten quasi. Das ist es ja. Ja, hat. Das war aber auch nicht mehr ganz so sehr, finde ich. Ne, zum Glück nicht. Ach, was heißt zum Glück? Ich liebe eigentlich Horrorspiele, aber das hat mich nicht enttäuscht. Ne, hier geht's nicht lang. Du sollst den Seelenbutton nehmen. Hier das. Oh. Auf diese dampfenden Kerle muss aufpassen. Hier immer Seelen dabei. Jo, nicht gesehen, der am Boden da. Ich kann alleine nicht zu weit gehen, dann werde ich immer zu dir hingeportet. Voll schlimm eigentlich. Nein, ist auch wieder ein Seelenband hier hinten drin. Aha. Tja, das kann man großartig erzählen, also du bist mein Hauptabonnent, sag ich jetzt einfach mal, weißt du? Kaum ein anderer schreibt mir.
Das ist extrem manchmal. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile 19 Abonnenten. Hier ist noch ein Seelenband. Ich habe jetzt mittlerweile 19 Abonnenten. Irgendein Hase hat mich noch abonniert. Und, Na dann. Bin ich schon stolz drauf. 19 Abonnenten ist schon ein bisschen viel, ja. Also, für meine Verhältnisse. Ja. Jetzt bist du schon 19.